Kennt ihr das? Ihr legt euch abends ins Bett, scrollt nochmal kurz durchs Handy. Ein Video, zwei Video, drei Videos. Und schon ist eine Stunde vergangen? Dann wart ihr wahrscheinlich gerade auf TikTok. Doch was ist eigentlich TikTok? TikTok ist eine Ende September 2016 gegründete chinesische Videoplattform für Android und iOS und ist Stand heute die weltweit am meisten heruntergeladene App. Mit TikTok können User kurze, selbstgedrehte Videos aufnehmen und sie auf Wunsch mit Musik und Sounds von bekannten Songs oder Filmszenen unterlegen. Viele NutzerInnen erstellen über die App kreative und lustige Videos, wobei sie dazu häufig tanzen oder die Lippen synchron zu den Songs und Szenen bewegen. Die Videos sind auf eine Länge von 15 Sekunden bis mittlerweile tatsächlich 10 Minuten limitiert. TikTok ist allerdings mehr als nur eine Videoplattform. Dadurch, dass UserInnen ihre Videos mit anderen teilen können, handelt es sich zugleich um ein soziales Netzwerk. Kurze Videos, die sich leicht konsumieren lassen. TikTok erinnert an schnelles Durchzappen, welches man vom klassischen Fernsehen kennt. Dabei kann man einen Clip komplett ansehen oder zum nächsten springen. Accounts, die erfolgreiche Videos teilen möchten, wissen, dass die Inhalte kurz und knapp erzählt sein müssen. Wer gerade an der Bushaltestelle steht oder im Wartezimmer sitzt, der kann sich mit der App seine Zeit vertreiben. Schnelle Einstiege, dynamische Schnitte und Cliffhanger. Für den Konsum braucht es weder Text, noch muss der User ein bestimmtes Profil ausgewählt oder ihm folgen. Gleichzeitig muss die Nutzerin oder der Nutzer den Bildschirm nicht mehr schwenken und kann ganz bequem zwischen den Beiträgen wechseln. Doch wie benutzt man TikTok? Um die App vollumfänglich nutzen zu können, ist es erforderlich, sich ein Profil zu erstellen. Auf der sogenannten For You-Page empfiehlt der TikTok-Algorithmus Videos, die auf bisher gesehenen Inhalten basieren. Wischt man von unten nach oben über den Bildschirm, gelangt man zum nächsten Videoclip, den man mit einem Herz versehen, kommentieren, speichern und teilen kann. Außerdem kann man einen bereits bestehenden Sound für eigene Videos verwenden. Über Hashtags lassen sich Inhalte zu einem Thema finden und eigene Beiträge verschlagworten. Umgangssprachlich werden extra für die Plattform produzierte Videos als TikToks bezeichnet. Möchte man regelmäßig neue Aufnahmen eines anderen Nutzers sehen, kann man dessen Profil unter anderem direkt über das Plus am Profilbild abonnieren. Neben all den coolen Features der App sind Datenklau, die Filterbubble und Schleichwerbung auch oft Thema. Wenn es um Kritik geht, hat TikTok tatsächlich kaum einen Vorwurf ausgelassen. Angefangen beim Mutterunternehmen ByteDance, welches immer wieder in die Kritik gerät. Der CEO vom Axel Springer Verlag äußerte sich mal auf einer Konferenz in Los Angeles wie folgt: Wir gehen im Moment zu naiv mit China um. Wir überreichen persönliche Daten an die chinesische Regierung. Außerdem solle TikTok in jeder Demokratie verboten werden. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte seinerzeit ebenfalls ein Verbot gefordert. Der Grund? Es ist nicht auszuschließen, dass auch amerikanische und europäische Nutzerdaten direkt an das chinesische Unternehmen gehen. Was mit diesen dann geschieht, kann so nur schwer nachvollzogen werden. Die englischsprachige Zeitschrift Forbes recherchierte außerdem zu Vorwürfen, nach denen Mitarbeitende von TikTok und ByteDance bereits bei chinesischen Staatsmedien tätig gewesen seien. Somit werden immer wieder Vorwürfe laut, die App würde bestimmte Inhalte zensieren und andere Inhalte hervorheben, die den politischen Interessen entgegenkommen. Auch in Anbetracht des Jugendschutzes lässt sich die Gefahr von TikTok nicht von der Hand weisen. Die App ist laut der AGBs ab 13 Jahren erlaubt, sofern die Eltern einverstanden sind. Ohne Erlaubnis der Eltern liegt die Altersgrenze zur Nutzung von TikTok bei 18 Jahren. Das vorgegebene Mindestalter wird in der Praxis jedoch nicht wirksam überprüft. So können auch jüngere Kinder unter Angabe eines falschen Alters die App problemlos herunterladen und verwenden. Über den Begleitmodus in der App
haben Eltern jedoch die Möglichkeit, ihr Kind wenigstens etwas vor der Kontaktaufnahme durch Fremde zu schützen. Neben harmlosen Inhalten und versteckten Produktplatzierungen lassen sich auch sexualisierte und gewaltverherrlichende Inhalte finden. So kann der Algorithmus beispielsweise auch Videos ausspielen, ohne dass diese durch einen Jugendschutzfilter gefiltert wurden. Formate, in denen NutzerInnen über ihren Bodycount, also die Anzahl ihrer Sexualpartner, sprechen, lagen in der Vergangenheit bereits im Trend. Außerdem geriet TikTok auch wegen gefährlichen Challenges in die Schlagzeilen, bei denen Kinder und Jugendliche zur Selbstverletzung oder sogar zum Suizid verleitet wurden. Bei der sogenannten Blackout Challenge wurden auch junge User dazu animiert, sich bis zur Ohnmacht zu würgen. Einige von ihnen starben in den letzten Jahren bei dieser gefährlichen Social-Media-Bewegung. Und Bereiche in den Tiefen der Plattform, in welchen mit Gewaltvideos konfrontiert wird oder Inhalte zu sehen sind, die Depressionen romantisieren, haben mit Pain Talk und Sad Talk bereits eigene Bezeichnungen erhalten. Leichtsinnige, intuitive Handhabe und der Algorithmus von TikTok im Zusammenspiel kann dies zu einer verheerenden Mischung werden. Also denkt dran, TikTok kann eine Menge Spaß machen. Aber wie bei allen sozialen Medien ist es wichtig, bewusst zu handeln und auf eure Sicherheit zu achten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren spannenden Folgen von Was ist eigentlich mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.